Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Reihe Zufallsexperimente und Wahrscheinlichkeitsräume. Für dieses Video solltest du bereits wissen, was ein Zufallsexperiment ist, wie man Ergebnisse bestimmt und einen Ergebnisraum aufschreibt und was eine Teilmenge ist und wie man diese ausschreibt. Unser Ziel für dieses Video wird nun sein, Elementarereignisse und Ereignisse zu bestimmen. Wir haben auf dem Arbeitsblatt das Beispiel A mit dem Münzwurf und wir haben bereits den Ergebnisraum bestimmt. Jetzt gibt es hier gleich ein Beispiel für ein sogenanntes Elementarereignis, also hier die Menge mit nur einem Element, nämlich dem Ergebnis Kopf. Und das steht für die Aussage, dass die Münze Kopf zeigt, nachdem sie geworfen wurde. Ich habe jetzt hier gleich das Gegenstück bestimmt, das Elementarereignis B. Das ist jetzt die Menge mit nur dem Element Zahl und steht dann dementsprechend dafür, dass die Münze Zahl zeigt, nachdem sie geworfen wurde. Dasselbe Spiel können wir auch beim sechsseitigen Würfel machen. Wir wissen, dass es sechs mögliche Ergebnisse gibt und hier haben wir auch ein Beispiel gegeben, und zwar das Ereignis G. Also diesmal ist es kein Elementarereignis mehr, weil in der Menge mehrere Elemente vorhanden sind. In diesem Fall sind das die Ergebnisse 2, 4 und 6. Und das G steht diesmal für die geraden Augenzahlen. Also das ist das Ereignis, dass wir eine gerade Augenzahl würfeln. Und auch hier habe ich wieder das Gegenstück bestimmt. Ich habe das Ereignis jetzt U genannt für ungerade. Das ist in diesem Fall die Menge der Ergebnisse 1, 3 und 5. Und steht dafür, dass wir eine ungerade Augenzahl würfeln. Jetzt gehen wir weiter zu Beispiel C mit der Roulette-Scheibe. Wir haben hier nochmal den Ergebnisraum eingeblendet, die Zahlen von 0 bis 36. Und jetzt bist du an der Reihe. Hier ist das Ereignis U gegeben. Und du sollst dir jetzt überlegen, welche Aussage dieses Ereignis am besten beschreibt. Pausiere dafür kurz das Video und überlege dir auch, sobald du die Aussage gefunden hast, was das Gegenstück zu diesem Ereignis sein könnte und schreibe es auf. Die Auflösung machen wir gleich gemeinsam. Gut, ich hoffe, du hast deine Lösungen notiert. Wie dir vielleicht schnell aufgefallen ist, handelt es sich auch hier wieder um die ungeraden Zahlen auf der Roulette-Scheibe und deswegen beschreibt das Ereignis das, dass wir eine ungerade Zahl mit der Kugel treffen. Und auch hier können wir das Gegenstück bilden, die Menge der geraden Zahlen auf der Roulette-Scheibe, also von 0 bis 36. Und das ist dann die Aussage, dass die Kugel auf einer geraden Zahl landet. Jetzt geht's weiter mit Beispiel D. Wir haben zwei Spielwürfel mit sechs Seiten, aber diesmal ist das Ergebnis nicht zwei Augenzahlen, sondern die Summe dieser beiden Augenzahlen, die sogenannte Augensumme. Als Beispiel, wenn wir wie hier im Bild 1 und 3 würfeln, dann ist das Ergebnis des Zufallsexperiments in diesem Fall 1 plus 3, also gleich 4. Pausiere wieder kurz das Video und bestimme selbstständig den Ergebnisraum Omega der Aufgabe D. Diesen brauchen wir nämlich für den zweiten Teil der Aufgabe. So, jetzt zeige ich dir, wie ich das gemacht habe. Damit ich es ein bisschen einfacher habe, habe ich eine Tabelle erstellt. Hier steht ein Plus oben drin, dafür, dass wir die Augensumme machen. Und einmal haben wir eine Zeile und eine Spalte mit jeweils den Augenzahlen von 1 bis 6. Die Felder hier in der Tabelle stehen immer dafür, wo sich die beiden Felder mit den Einträgen oben treffen. Also das erste Feld hier ist quasi der Treffpunkt von dem Eintrag 1 aus der Spalte, aus der Zeile und dem Eintrag 1 aus der Spalte. 1 plus 1 ergibt 2. Und so weiter für die ganzen Tabelleneinträge. Jetzt sehen wir hier sehr schön, dass das niedrigste Ergebnis, das wir haben, also die kleinste Augensumme, die möglich ist, die 2 ist und die größte Augensumme, die 12. Und auch alle Zahlen dazwischen sind möglich. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also sehen wir sehr schön, dass der Ergebnisraum einfach die Augensummen 2 bis 12 umfasst. Und was uns vielleicht auch noch auffällt, die Augensumme 7 kann man auf 6 verschiedene Arten bekommen. Auf jeden Fall machen wir jetzt weiter mit dem zweiten Teil der Aufgabe. Beschreibe die Ereignisse A bis D in eigenen Worten. Also du hast hier ein paar Ereignismengen gegeben und du sollst dir jetzt überlegen, wie du diese mit Worten beschreiben kannst. Pausiere auch dazu wieder kurz das Video und überlege dir, wofür diese Ereignismengen stehen. So, jetzt geht's an den Vergleich. Das Ereignis A ist eine Menge mit nur einem Element. Wir haben es also hier offensichtlich mit einem Elementarereignis zu tun. Und wir könnten dann sagen, das Ereignis A beschreibt die Situation, dass wir die Augensumme 7 würfeln. Das Ereignis B ist eine Menge mit den Elementen 2 und 4, also mit mehr als einem Element. Jetzt könnten wir sagen, das ist einfach der Fall, wenn wir entweder die Augensumme 2 oder 4 würfeln. Diese Strategie können wir übrigens auch auf die anderen beiden Ereignisse übertragen. Wir könnten also beim Ereignis C sagen, das ist einfach der Fall, dass wir die Augensumme 8 oder 9 oder 10 oder 11 oder 12 würfeln.
Das Ganze geht aber auch um einiges kürzer. Wir sehen hier vielleicht recht schnell, dass einfach alle Augensummen größer gleich 8 aufgelistet sind. Wir können also auch sagen, das Ereignis C steht dafür, dass wir eine Augensumme 8 oder höher würfeln. Und auch beim Ereignis D könnten wir jetzt sagen, das ist der Fall, dass wir die Augensumme 2 oder 3 oder 5 oder 7 oder 11 würfeln. Oder, vielleicht fällt uns auf, dass es sich hier um eine bestimmte Art von Zahlen in der Menge handelt, nämlich die Primzahlen. Das heißt, wir könnten das Ereignis D auch so beschreiben, dass wir eine Primzahl als Augensumme würfeln. Gut. Im nächsten Video geht es dann weiter mit dem Thema. Gut, das war's soweit. Damit sind wir fertig. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.